Angelina Heger macht derzeit auf so mancher Party eine gute Figur. Und das, obwohl sich der RTL-Bachelor Christian Tews für eine andere entschieden hatte. Angelina wurde Zweite der Kuppelshow und ist seither ein gern gesehener VIP-Gast. Ihr Körper nahezu makellos, wenn da nicht dieser Körperschmuck wäre. Was haben Sie da für ein zauberhaftes Tattoo? Ja, da habe ich 3 Schwalben, zauberhaft, wie man es nimmt. Ich hätte es gerne nicht mehr, aber ja. Das ist ja ein wirklich interessantes Thema im Moment, dass viele Leute sagen, macht keine Tattoos, weil ihr werdet irgendwie älter. Das heißt, das war mal wichtig für Sie, ist es heute nicht mehr. Worum ging's, wenn ich fragen darf? Total bescheuert. Und viele werden auch sagen, typisch, die ist blond. Aber so blöd bin ich gar nicht. Es ist irgendwie, ich wollte immer ein Tattoo haben, einfach auch um zu wissen, wie sich das anfühlt, um mitreden zu können. Und man kann nichts bereuen, wenn man es nicht gemacht hat. Ich habe es gemacht und ich habe es bereut. Also gut drüber nachdenken, lange Jahre. Ich finde es an sich schön, wirklich. Aber die Stelle finde ich mittlerweile unmöglich. Denken Sie denn drüber nach, das entfernen zu lassen? Oder ist das für Sie gesagt, getan und jetzt behalte ich es? Man kann das ja technisch heute machen. Klar, also ich denke, warte mal, ich muss auch kurz gucken. Lass mal durch. So riesig. Das ist der Wahnsinn. Klar, ich denke, ehrlich gesagt, jeden Tag drüber nach. Und es gab auch Zeiten, wo ich noch viel öfter drüber nachgedacht habe, das entfernen zu lassen. Aber es gibt, wie wir wissen, ja auch viele Risiken. Und ich habe eher wenig Lust, dass es hier vernarbt ist alles. Und man es dann irgendwie jedes Mal abschminken muss. Dann ist es so unauffälliger, als wenn da alles voll mit Narben wäre. Also da will ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Allein, weil ich schon daraus gelernt habe, dass man sich für sowas Zeit lassen soll. Die 3 Schwalben über ihrer rechten Brust dürfen also erstmal weiterfliegen.